Und da wären wir auch schon wieder. Heute würde ich eigentlich ganz gerne entweder direkt losziehen oder uns so weit vorbereiten, dass wir in den nächsten Tagen losgehen können. Denn ich will unbedingt meinen Honig haben. Ohne geht das langsam echt nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt wochenlang uns regenerieren, damit wir wieder irgendwas Gefährliches machen können. Das ist nicht ganz so toll. Also wir haben 6 Spinnenseide. Wenn wir losziehen wollen, brauchen wir ein Käfernetz. Nee. Wo warst du? Oh, wahrscheinlich erstmal zur Forschungsmaschine. Näher an die Forschungsmaschine. Das sind Waffen, da war es eigentlich nicht bei. Eigentlich müsste das doch bei den Werkzeugen sein. Hammer, Axt, Pickaxe. Das ist jetzt komisch. Bei den Fallen. Ah, als Falle zählt es. Oh. Oh, das müssen sie geändert haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Käfernetz früher wesentlich mehr Seile brauchte. Gut. Machen wir ganz kurz ein Seil. Machen dann die 2 Spinnendinger da rein. So. Und basteln jetzt das Ding. Sehr schön. Du kannst wieder zurück und allgemein müssen wir das Inventar jetzt tierisch ausmüllen. Denn wenn wir gleich auf große Tour gehen wollen, brauchen wir jede Menge Platz für die Eier, die wir mitnehmen wollen, den Honig, die Bienen, Steine eventuell noch. Und da müssen wir nicht unbedingt Dünger im Inventar haben. Eine Fackel eigentlich auch nicht. Die können wir auch irgendwo hier hinschmeißen. Den Helm müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, falls wir mal eine Nacht aus Versehen kein Feuer haben. Essen brauchen wir auch. Holz brauchen wir nicht unbedingt. Das kann hier oben irgendwo hin. Ne, das war die andere Truhe. Genau. Wow, wir haben 58 Holz. Sollten wir langsam mal was anfangen. Das Amulett brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir haben ja unsere eine Fleischstatue nach oben. Den Hammer. Wollen wir irgendwas abreißen? Ja, eventuell das Bienendingens. Da werden wir wohl einen Hammer brauchen. Gras kann mit, Axt kann mit. Speer haben wir auch einen aktuellen. Wir haben keine Pickaxe. Wie viel Prozent hast du noch? 73, sehr schön. Und was zu essen, die Karotten können auch noch hier bleiben. So, jetzt sind wir eigentlich gut genug vorbereitet. Auch wenn wir keinen Platz für die Karotten haben. Okay, kommt ihr hier rein. 1, 2, 3. Einmal Karotten kochen, bitte. Du kannst da rein. So. Also, ich hätte natürlich noch gerne einen Pigskin-Helm. Aber wir müssen halt ohne auskommen. Werkzeuge haben wir alle in der Hotleiste, aber an der falschen Seite. Die müssen eigentlich auf die Seite dahinter, damit wir schnell darauf zugreifen können. Ach, der Tag ist gleich schon rum. Das ist doch doof. Da fällt meine Sache auf. Wir müssen doch wieder zurück. Wir brauchen nämlich Holz für die Nacht, damit wir Lagerfeuer machen können. Können wir zwar auch mit dem Gras, aber das wäre dann recht schnell weg. Also nehmen wir doch mal ein Stack von denen hier mit. So. Außerdem können wir uns so dann auch ganz schnell Fackeln machen oder die kleinen Lagerfeuer. Das passt schon. Also wirklich viel Platz haben wir jetzt nicht. Wir haben 2, 4, 6, 8 Slots. Müsste aber eigentlich reichen fürs Erste. Also gehen wir nochmal im Kopf durch. Wir brauchen die Bienen selbst, also lebendig. Wir brauchen die Bienenwaben. Denn werden wir beim Abbauen wahrscheinlich auch Honig bekommen. Den sollten wir auch mitnehmen, damit wir was zum Heilen zwischendurch haben. Das wären schon mal 3 Slots. Dann wollen wir die Tallbird-Eier mitnehmen. Das sind 4 Slots. Wir wollten im alten Lager noch gucken, ob wir Pigskins dabei haben. Das wären 5. Oder Wilsons Barthaare. Das wären dann schon mal 6. Das wären, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Was ja auch schon mal eine ganze Menge ist. Und da ich zwischendurch immer die Samen einsammle und Flints zum Beispiel, weil die ja auch eine endliche Ressource sind, könnten wir echt ein Problem bekommen. Speer erstmal in die Hand. Pinecones haben wir auch nicht mehr allzu viele. Und genau, Papyrus. Beziehungsweise Schilfrohr. Das sollten wir auch mitnehmen, wenn wir denn im Sumpf vorbeikommen. Was wir zwangsweise werden. Also ja, unser Inventar wird
innerhalb von einer Folge sowas von zugemüllt sein. Dreimal, fünfmal getoastete Samen. Was man so alles auf Brücken findet. Ach ja, das werden wir irgendwann mal dahin geschmissen haben. So, wo ist das nächste Lagerfeuer? Das nächste Lagerfeuer ist da unten. Es könnte knapp werden. Aber ich will nicht den direktesten Weg nehmen, weil da sind überall Spinnen. Und wir haben ja gelernt, dass es inzwischen diese gelben Spinnen gibt. Und die sind schneller als wir. Und alles, was schneller ist als wir, ist ein Problem. Warum sind hier Schweinchen? Oh, Schweinchen ohne Hütten. Das ist doch... Aber es sind zu viele Schweinchen. Ich habe gerade überlegt, wir könnten sie einfach angreifen. Aber ich denke mal, die würden uns dann gnadenlos niederprügeln zu fünft. Na gut, also Licht ist gleich aus. Also wir müssen den Miner-Helm aufsetzen. Und ich höre schon wieder Spinnen. Komm, 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 komm. Unten ist das Lagerfeuer. Das müssten wir noch schaffen. Das müssten wir noch schaffen. Ich will den Helm nämlich ungern verbrauchen. Jo, sehr gut. Eins, zwei, drei. Und da liegt sogar noch eine Fackel nebenbei. Wie viel Prozent hast du? 32. Sehr schön. Also ja, es ist gut, dass wir uns zwischendurch immer so vorbereitet haben. Also einmal, dass wir überall diese Basislager aufgestellt haben. So fast überall. Und auch die Fackeln teilweise verteilt. Also ich weiß, wir haben in der alten, also in der neuen Basis, hier liegt auch eine Fackel. In der ganz alten Basis, glaube ich, auch. Und zwischendurch auch nochmal. Also, falls der Geogon aus der Zukunft irgendwann mal losläuft und kein Gras dabei hat zum Beispiel, dass er dann trotzdem noch eine Lichtquelle hat. Und die Panflöte, die wollte ich auch nochmal ausprobieren. Aber ich denke mal, da werden wir noch früh genug zukommen, wenn wir das nächste Mal Holz hacken und einen Baummensch da rauskommen, können wir die ausprobieren. Oder wenn wir der Spinnenmutter dazu nahe kommen. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es da was hilft. Ich denke mal, das ist echt eher dafür da, Yaks und Tallbirds zu beruhigen. Das sind ja noch normale Tiere, in Anführungszeichen, die nicht ganz so aggressiv sind. Okay, Tallbirds inzwischen schon. Aber ich glaube auch nur, wenn man denen zu nahe kommt. Na gut, ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal die Fackel. Und laufe schon mal los. Das müsst ihr noch ein bisschen halten und wir haben es nicht mehr allzu lange bis zum neuen Tag. Oh nein, ich höre Wölfe. Okay, zurück zum Lagerfeuer. Speer in die Hand. Wo ist der Speer? Da. Rüstung angezogen. Und warten. Lebenspunkte sehen ja inzwischen wieder gut aus. Ha. Ich höre keine Wölfe mehr. Also normalerweise grunzen die im Hintergrund rum. Und sobald das Grunzen aufhört, greifen die einen an. Ich glaube, das sind noch die Reste von dem einen Angriffstrupp. Oh, Tag 100, sehr schön. Also ja, wir sind ja schon mal hier über die Brücke gelaufen. Mit einer Horde Wölfe und Tallbirds hinter uns her. Das wird der Rest davon sein. So, stirb, stirb. So beängstigt die Seite ja nicht mehr. Und kein Platz mehr für Monsterfleisch. Genau, unseren Rucksack sollten wir auch noch schnell holen. Und wir haben nicht mal 10 Lebenspunkte verloren bei denen. Obwohl es 3 Wölfe waren. Also ja, Wölfe sind eigentlich nur noch eine Irritierung. Nicht mehr wirklich eine Gefahr. Ich habe mich von denen am Anfang nur halt zu sehr einschüchtern lassen. So. Keine Zähne, das ist schade. Ich hätte gerne neue Fallen gebaut. 2 Tallbirds, die uns hoffentlich ignorieren. Jo, schaut gut aus. Ha, wenn das dieselben Tallbirds sind wie hier unten auf der Steininsel, können wir gleich deren Nester plündern, ohne Probleme zu bekommen. Ist zwar ein bisschen unfair, aber so können wir wenigstens testen, was es mit dem neuen Vogelhaus auf sich hat. Achso, stimmt, das eine Ei hatten wir in den Händen mitgetragen, während wir vor den Wölfen und Tallbirds weggelaufen sind. Was bestimmt recht ulkig aussah. Das haben wir jetzt also auch wieder eingesackt. Sehr gut. Also ein Ei ist hier unten. Ah, das war ein Tollbild in der Nähe. Ich würde erstmal gerne die Nester plündern, die unbewacht sind. Oh. Okay. Jetzt höre ich wieder Wölfe. Sind das jetzt neue oder?
Sind das noch irgendwelche Überreste? Das könnten neue sein. Oh, das Nest ist leer. Oh, oh. Ich habe den Verdacht, dass die... Oh, geil, 6-mal Spinnenseide. Ich habe den Verdacht, dass die Nester nur neu bestückt werden, wenn die Tallbirds auch da sind. Und da ja 3, 4 von den Tallbirds... Jetzt kommen die Wölfe. Weg, 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 weg. Wir müssen unbedingt die Rüstung anziehen. So. Das sind mir auch zu viele. Ja, komm, einzeln seid ihr vollkommen okay. Oh, okay, der rote vielleicht nicht. Aber der hier ist schon angeschlagen. Sehr gut. Hm, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Können wir euch so beruhigen? Nein, Flöten dauert viel zu lange. Das ist ja auch ärgerlich. Die Flöte ist dazu da, Monster zu beruhigen und braucht Ewigkeiten, um sie zu benutzen. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Also ihr läuft jetzt mal mit zu dem Tollbird hier oben. Und der greift euch hoffentlich an. Komm, greift den Tollbird an. Ach, Menno. Kannst du nicht mal aus Versehen auf so einen Wolf picken? Ich weiß, dass die ihn schon mal angegriffen hatten. Jetzt zum Beispiel, genau. Aber ihr sollt nicht den Tollbird umbringen, sondern der soll euch umbringen. Na gut, wir laufen einfach mal weiter. 2 Wölfe haben jetzt schon mal abgehängt. Ich hätte zwar echt gerne meinen Rucksack dabei und würde gerne die Sachen da unten einsammeln, aber man kann halt nicht alles haben. So, ich glaube, jetzt haben wir sie abgehängt. Sehr schön. Niam, niam, niam. Dafür ist aber unser Essen in dem Rucksack. Das ist jetzt doof. Oh, was machen wir? 29 Lebenspunkte sind echt nicht viel. Komm, dich müssen wir umbringen. Ah, hat ja echt nicht viel ausgehalten. So, kein Platz für den Zahn. Und gegen die normalen Wölfe müssten wir jetzt eigentlich bestehen können. Da ist wieder ein Tollbird. Dich wollen wir eigentlich nicht umbringen. Dich wollen wir umbringen. Oh. Genau, isst das Fleisch da, lass uns in Ruhe. Jetzt laufen wir vor dem Tollbird weg. Ich könnte versuchen, ihn umzubringen. Er hat ja recht vorhersehbare Verhaltensmuster. Aber nein, er macht zu viel Schaden. Nee. Okay, also wir laufen jetzt weg. Lassen unsere Ausrüstung erstmal hier liegen. Und kommen dann wieder, wenn wir genug Lebenspunkte haben. Das ist doch doof. Zumal es jetzt auch gleich schon wieder dunkel wird und wir durch den Sumpf durch müssen. Mit 15 Lebenspunkten, 16 Lebenspunkten und 1% Rüstung. Na komm, die 1% können wir auch hier lassen. Dann flitzen wir jetzt doch wieder zum Tollbird zurück, schnappen uns den Rucksack mit dem Fleisch drin und laufen dann mit der Miner's Cap zum nächsten Lagerfeuer. Oh, weia. Oh, da ist gerade ein Wolf gestorben. Ah, die schlafen nachts, sehr schön. Also wir könnten jetzt Ruhe haben. Oh ja, das wäre richtig schick. Brauchen wir gleich noch den Miner Cap? Oh ne, wir können hier Licht machen. 1, 2, 3. Rucksack. Sehr schön. Das hätte wesentlich schlimmer laufen können. 16 Lebenspunkte, das ändern wir gleich. Das ändern wir gleich mal. Genau, leg dich schlafen, dummer Hund. 12-mal Spinnenseide. Sehr, sehr schön. Die Blütenblätter können wir essen. Das sind 2 Lebenspunkte. Was haben wir hier noch? Flint, Twigs. 10 Stämme, die können wir mal verfeuern. So. Spinneneier. Nö, brauchen wir nicht unbedingt. Die Zähne schon eher. Und dann sind wir da, ist wohl. Ja. Das Monsterfleisch könnten wir jetzt kochen. Aber das zieht uns Lebenspunkte ab, das brauchen wir nicht unbedingt.
Ah, die Fackel hat nur 3%, die könnten wir mal wegschmeißen. Und ich spiele mit dem Gedanken, jetzt schon zurückzulaufen. Weil die Rüstung halt kaputt... Oh, wir können mal Rüstung bauen. Können wir doch? Jo, können wir. Sehr schön. Das Seil können wir auch mal hier lassen. Wir können uns ja jederzeit neue machen mit dem Gras. Also ja, eventuell laufe ich jetzt schon zurück. Zum einen, weil wir schon so viele Ressourcen gesammelt haben, primär die Spinnenseide, und ich die ungern wieder verlieren würde. Die Panflöte bringt ja auch nichts, weil sie zu lange braucht zum Zaubern, in Anführungszeichen. Und wenn ich jetzt loslaufe, können wir eh nicht wirklich viel mehr mitnehmen. Ja, ich glaube, ich gucke nochmal, ob ich hier noch ein zweites Ei finde, und dann laufe ich schon wieder zurück. Denn ich will nicht unbedingt sterben. Auch wenn das, wie gesagt, eine legitime Taktik wäre, hier zu sterben und da oben wieder zu respawnen. Aber dann müssten wir richtig vorsichtig sein. Oh, Auge wacht auf. Warum stehst du mitten in der Nacht auf? Also, ganz früh am Morgen.